Weltmeisterschaft 2018 in Russland am Donnerstag, den 28. Juni. Die letzten Gruppenspiele, Gruppe H, Gruppe G und vor allem das Topspiel. Belgien trifft auf England. Herzlich willkommen Radek, herzlich willkommen unser Studiogast Premiere, denn Harry Kane ist bereits zum zweiten Mal hier bei uns. Hat er sich auch mehr als alles andere verdient, denn bisher ist er mit 5 Toren der Top-Torjäger. Wahnsinn, ja. Hat absolut geliefert und England hier wirklich in eine super Position geschossen, dass sie jetzt gegen Belgien wirklich im Duell der bisher vielleicht überzeugendsten Mannschaften dieser Weltmeisterschaft, bei der ja so viele Mannschaften, auf die man eigentlich große Stücke gehalten hätte, enttäuscht haben. Jetzt eben England gegen Belgien. Das wird ganz schwierig. Ich hau mal einfach gleich den Tipp raus. Belgien hat jetzt immer gegen leichte Gegner eigentlich getroffen. Gegen England treffen sie erstmals auf einen richtigen Gegner. Haben sie in der Vergangenheit schon gezeigt, dass sie sich da schwer tun. Aber die Engländer, denen geht es ja eigentlich genauso. Also die haben jetzt auch noch keinen Maßstab gehabt. Aber dass sie eben Panama höher besiegt haben als Belgien, muss man ihnen hoch anrechnen. Aber es war auch für Belgien das erste Spiel, deswegen immer ein bisschen schwieriger. Also im Endeffekt treffen wahrscheinlich wieder einfach die beiden Superstars, Lukaku und Kane, und am Ende geht es 1-1 aus. Ja, also vor der WM haben wir gesagt, dass England Gruppenerster wird, Belgien Gruppenzweiter. England hat jetzt einen kleinen Vorteil. Sie haben das bessere, also sie haben zwar das gleiche Torverhältnis, aber sie haben insgesamt mehr Tore geschossen. Das bedeutet, ein Unentschieden reicht England zum Gruppensieg. Von daher erwarte ich Belgien ein bisschen offensiver, aber hier die Leute von der Insel, du musst erstmal diese in Anführungsstrichen Underdog-Länder so überzeugend schlagen, in der 90. Minute Tunesien oder dann Panama 6-1. Also das ist schon ein geiles Spiel gewesen, vor allem weil die Tore kein Zufallsprodukt gewesen sind. Ich denke, dass England Gruppenerster wird und dadurch geht das Ganze hier 2-2 aus, denn beide können treffen und beide werden offensiv am Ende des Tages spielen. Belgien offensiver, England nutzt dann die Räume durch Konter, 2-2. Mein Tipp, auf jeden Fall ein X zur Halbzeit oder am Ende. Okay. Das ist gemähte Wiese oder gemähte Wiesen, wie wir hier bei total so sagen. Panama hat auch sein Erfolgserlebnis. Erste Weltmeisterschaft und gegen England war es dann endlich soweit, nach 6-0 Rückstand. Ihr erstes Weltmeisterschaftstor, herzlichen Glückwunsch. Ja, stark. Und du hast mir ja noch gefragt, nach der 5-0 ersten Halbzeit, hast du ja gemeint, gleich nachlegen, dass England auch die zweite Halbzeit gewinnt. Und wer war wieder skeptisch? Ich habe gesagt, glaube die Engländer haben nicht mehr so viel Schuss im Köcher. Und im Endeffekt zweite Halbzeit 1-1. Machen die Panamanesen genau da weiter? Haben die jetzt Bock hier was zu reißen? Gewinnen die auch gegen Tunesien? Glaube ich nicht, nein. Also Tunesien muss man einfach stärker einschätzen noch. Und vielleicht ein 1-0 für Tunesien. Also dieses Spiel braucht keiner mehr, aber gut. Du sagst 1-0 Tunesien. Ich glaube, dass Panama einfach jetzt hier Bock hat, nochmal ein offensives Feuerwerk, also zu deren Verhältnissen natürlich abzuliefern. Und Tunesien, die werden jetzt auch nicht großartig verteidigen. Warum sollten sie verlieren? Da bin ich deiner Meinung. Ich glaube, dass Panama hier wieder 1 schießt und Tunesien schießt 3. Also ich glaube nicht, dass hier irgendeine Mannschaft großartig taktiert oder defensiv spielt. Sehe ich einfach nicht. Und Panama ist einfach leider wahrscheinlich wirklich das schwächste Land bei dieser Weltmeisterschaft. Aber muss ja auch einer sein. Ja, genau. Können nicht alle gleich gut sein. Apropos gleich gut, in der Gruppe H mit Japan und Polen und Senegal, Kolumbien, da sind in der Tat die Mannschaften so eng zusammen wie in keiner anderen Gruppe, meiner Meinung nach. Das haben wir auch schon vor der WM eigentlich so gesagt. Und jetzt geht es hier um die Wurst. Und dass die Favoriten Polen und Kolumbien gleich die Auftaktspiele mehr oder weniger unglücklich beide verloren haben, das bringt die natürlich jetzt in die Bredouille. Aber können Japan und der Senegal daraus Kapital schlagen? Ja, also du hast recht mit deiner Prognose gehabt. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass nur
drei Länder gleich auf sind und eins wirklich deutlich schlechter ist, die Japaner. Tut mir leid, ja, hätte ich aber auch getan. Eigentlich nicht so stark eingeschätzt. Ja, aber wer weiß, was passiert wäre, hätte Kolumbien sich nicht gleich in der dritten oder vierten Minute mit einer roten Karte und einem Elfmeter in die Bredouille gebracht. Ich mache es hier mal kurz. Rot-Weiß in beiden Länderflaggen, aber Lewandowski muss doch gegen die Deutschland-Connection aus Japan besser abschneiden. Und Senegal, Kolumbien, lege ich auch mal für dich fest, das wird ein 1:1. Was glaubst du denn? Wieso legst du für mich fest? Nein, also aber gut. Bevor du jetzt deine Tipps von Polen, Japan und Kolumbien gegen Senegal abgibst. Bei Polen, Japan war ein gutes Stichwort. Lewandowski, der kennt sich ja in der Bundesliga aus und Japan besteht ja fast zur Hälfte aus Bundesligaspielern oder zumindest Bundesliga-erfahrenen Spielern. Deswegen auch hier guter Tipp, 2:1 für Polen, die ja eine furchtbare Abwehr im ersten Spiel auch hatten und allgemein eine schwache Abwehr. Aber Lewandowski muss dann hier nochmal für sein Land die Flagge hochhalten und zwei Tore machen oder eins zumindest. Und ja, Polen wird dieses Spiel gewinnen. Und bei Kolumbien, Senegal gehe ich auch einfach davon aus, dass die Kolumbianer doch ein bisschen stärker sind noch, auch wenn sie es bis dato nicht so hundertprozentig gezeigt haben. Aber ja, der Senegal halt, mei, auch nicht. Also ich kann mir jetzt hier auch schwer vorstellen, dass der Senegal dieses Spiel gegen Kolumbien gewinnt. Die sind in der Abwehr eigentlich relativ gut. Und von daher, naja, auch ein 2:1 für Kolumbien. 2:1 ohne Gewinn. Und damit ist aus unserer Prognosesicht die Gruppenphase vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Video zum Achtelfinale der Weltmeisterschaft in Russland. Abschließend sehr schön. Nein. Dann vielen Dank. Wir sehen uns, ich freue mich drauf. Achtelfinale, yeah.